ein bisschen was einfordern von dem jungen Fähnrichen da unten. Und dazu brauche ich als ersten Schritt einmal die drei Jahrgangssprecher von mir. Die dürfen sich jetzt im Schweinsgalopp zu mir raufbewegen. Und los! Nachdem ja nach der Parade vor der Parade ist, werden wir natürlich gleich ein bisschen üben fürs nächste Jahr, damit die Griffe ja gleich erhalten bleiben. Dazu darf ich bitten, Herr Fähnrich Wardasch. Bitte schaut, dass das für nächste Jahr gleich hier wirkt und dann. Ich bedanke mich, Herr Leutnant. So, dann war es. Burschenjahrgang, Annahme STG 58. Die restlichen Jahrgänge auf mein Kommando. Jahrgänge! Auf! Ui! Schaut's, naja. Lassen wir's lieber für heute. Schaut's vielleicht zu. Wie jedes Jahr mussten sich die Jahrgangssprecher auch ein bisschen beweisen. Und nachdem letztes Jahr ja, kleine Unfälle passiert sind, werden wir heute die Abschussrichtung in eine andere verlegen. Das werden den Sekt nicht zu den eigenen Leuten abfeuern, sondern in eine sichere Richtung. Und da. Der jüngste Jahrgangssprecher, also nicht der jüngste, sondern der des jüngsten Jahrgangs, hat eine Ehre, sich am Eck auf den Stuhl zu stellen, sich mit dem Säbel zu bewaffnen und sein Glück zu versuchen, die Sektflasche mit dem ersten Hieb zu köpfen. Thank you.
Fenrich, gern bitte ganz gut aufpassen, gell, da haben wir letztes Jahr schon. Der Hubschrauber ist schon alarmiert, aber schauen wir lieber. Den Abschluss war natürlich der Jahrgangssprecher Fenrich Schmidt des Neuenburgen-Jahrgangs. Alles Gute. Wirklich zum Ende kommen. Bitte Fenrich Höfer, nur das letzte Mal gemeinsam von Ihnen allen hier das Fenrich-Sitz anstimmen. Und ich möchte mich auch noch bei allen bedanken, die mit uns diesen letzten zwei Tage gefeiert haben. Ich hoffe, Sie haben wunderbare Eindrücke mitnehmen können und darf an den Fenrich Höfer für ein letztes Mal das Fenrich-Lied übergeben. Sind wir wirklich jetzt am Ende angelangt. Die Angehörigen sind dann eingeladen, beim Buffet zu warten, während wir unsere letzten Tätigkeiten durchführen. Und der Jahrgang Fürst zu Löwenstein verabschiedet sich hier mit unserer Kappe, braucht man immer, weil die tragen den falschen Dienst gerade noch. Offiziere, Kappe ab!
Unterdefinition führen. Unterdefinition. Thank you.